Hey, wie oft solltest du dein Bogenarö austauschen lassen? Also es gibt ein Nein für ein Wort, ein Klisch und das Ziel, du kannst einfach am Frosch gucken. Und wenn du dann merkst, dass du schon mehr als 10 oder 15% deinen Bogenarö verloren hast, dann solltest du das auf jeden Fall austauschen lassen. Aber sonst, wenn du spielst, ja, wenn du merkst, dass du keinen guten Kontakt mehr mit der Seite hast und das, obwohl du genug Kolophonia machst und alles richtig machst, dann wahrscheinlich, vielleicht kommt das von einem Bogenarö. So, sagen wir, du übst 5 Stunden am Tag, es kann nach 6 Monaten passieren, wenn du aber nur 30 Minuten am Tag übst, eher nach ein paar Jahren. Aber das ist natürlich stark abhängig davon, wie viel Gewicht du benutzt und die Qualität von einem Bogenarö. Aber checke das mit deinem Bogenmeister auf jeden Fall. Viel Spaß!